wieder vergeigt. Wieder einmal ein EU-Not-Krisengipfel, der wievielte eigentlich? Und wieder nur halbe Lösungen, falsche Lösungen, die Lage nur noch verschlimmern. Die Europäische Union, oder genauer gesagt die Eurozone, ist gegenwärtig das Hauptopfer der globalen Finanzmarktkrise. Und Frau Merkel, bei der heute alle Fäden der Macht zusammenlaufen, hat eine simple Erklärung dafür. Die Lage ist deshalb so, weil viele europäische Regierungen fiskalisch undiszipliniert waren, weil sie Geld, das sie nicht hatten, mit beiden Händen ausgegeben haben. In Wirklichkeit ist die Sache natürlich viel komplexer. Die Staatsschulden sind nur ein kleiner Aspekt der Sache. Viel wichtiger ist, dass die Eurozone von Grund auf falsch konstruiert ist, dass die Europäische Zentralbank nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dass sie nicht bereit ist zu garantieren, dass kein Euroland heute pleite gehen kann oder morgen. Dass also die Länder der Eurozone technisch heute so dastehen wie früher nur dritte Weltländer, nämlich dass sie technisch in Fremdwährung verschuldet sind. Und daraus resultiert die Nervosität an den Kapitalmärkten und daraus wiederum resultiert eine allgemeine Unsicherheit im Wirtschaftsleben, sodass die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen nicht investieren und wir an der Schwelle zu einer Rezession stehen. Und das heißt natürlich, eine Lösung müsste eine Reihe von Herausforderungen gleichzeitig angehen. Nicht so viele, 3, 4 vielleicht, aber halt mehr als nur eine. Und Frau Merkel hat einfach durchgesetzt, dass nur eines dieser Probleme angegangen wird. Das der Staatsschulden, das einfach überall runtergespart wird. Und das heißt, ganz bildlich gesprochen, dass eine Lösung statt auf 3 oder 4 Beinen nur auf einem Bein steht. Und da ist Umfallen einfach vorprogrammiert. Und ich weiß schon, es gibt ja Leute, die mir nicht glauben, die stur behaupten, dass ich von der Weisheit der Märkte nichts verstehe. Das sind so die Leute, die glauben, nur was im Wall Street Journal oder in der Financial Times steht, das ist für die Gotteswort, weil das steht quasi in der Bibel. Aber da ich ja eine pädagogische Ader habe, da ich ja niemanden verloren geben will, auch diese Leute nicht, möchte ich ja auch gern diese Leute überzeugen. Und so habe ich nachgeschaut, was das Wall Street Journal oder die Financial Times zum Ausgang dieses Euro-Gipfels kommentieren. Und das ist erstaunlich, weil die jetzt auch schreiben, was ich hier seit Jahr und Tag predige. Ich zitiere aus dem Wall Street Journal. Es ist verführerisch, die europäische Schuldenkrise als ein simples moralisches Märchen zu sehen. Hart arbeitende, fiskalisch verantwortliche Nordeuropäer wie die Deutschen und die Holländer werden dazu gezwungen, den Mist ihrer verschwenderischen südlichen Nachbarn wegzuräumen, der Griechen, der Italiener und der Spanier. Die Deutschen tendieren dazu, das Problem in dieser Art zu sehen. Unglücklicherweise ist diese simple Geschichte nicht immer wahr, wie man am Beispiel der Spanier sieht. 2007, bevor die Krise zuschlug, hatte Spanien eine moderate Staatsschuld von 36% seiner Wirtschaftsleistung. Und die braven Deutschen, die hatten 65%. Wenn Europa also eine Lösung für die Schuldenkrise sucht, ist es entscheidend zu begreifen, was da überhaupt passiert ist. Denn andernfalls verabreichen die Politiker die falsche Medizin mit desaströsen Resultaten. Das schreibt das Wall Street Journal und die Financial Times schreibt in ihrem Editorial, in ihrem namentlich nicht gekennzeichneten Editorial, was so quasi halbamtlich die Meinung der Zeitung wiedergibt. Es bleiben bloß noch ein paar Stunden, um den Euro zu retten. Die Welt kann nicht noch eine halbgare Lösung ertragen. Was Merkel und Sarkozy vorgelegt haben, war wenig mehr als ein Stabilitätsplan auf Drogen, der auf einer Missdiagnose beruht, die die Eurozone in fiskalisch tugendhafte Nationen und verschwenderische Sünder unterteilt. Ein nachhaltiger Plan würde aber mehr verlangen als eine endlose Folge von Austeritäts-, also Sparpolitiken. Ja, das schreiben das Wall Street Journal und die Financial Times. Und was hat nun dieser EU-Gipfel auf Druck von Frau Merkel beschlossen? Irgendwelche Maßnahmen, um wild gewordene Märkte zu zügeln und diese Agenturen für Brandbeschleunigung, also diese Ratingagenturen, an die Kantare zu nehmen? Nein, nichts! Hat er irgendwelche Beschlüsse gefasst, dass die Europäische Zentralbank endlich diese notwendigen Kanonen auffährt, die sie eigentlich ja in ihrem Repertoire hat, um die Märkte zu beeindrucken? Nein, nichts von all dem. Wenigstens Eurobonds? Nein, 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 nicht mal das. Und wurden vielleicht irgendwelche Beschlüsse gefasst, damit die Krisenstaaten wieder eine Perspektive bekommen, dass die Leute dort wieder auf die Beine kommen? Nein, gar nichts.
Das Einzige, was beschlossen worden ist, ist, dass alle Eurozonenländer gleichzeitig ihre Defizite reduzieren müssen. Alle, nicht nur die Schwachen, auch die Starken. Und das müssen Sie sich jetzt mal so vorstellen. Stellen Sie sich die europäische Konjunktur als ein ohnehin ganz mageres, kleines, kaum wachstumsfähiges Pflänzchen vor. Und dieser Gipfel hat jetzt unter der Führung von Frau Merkel beschlossen, dass wir alle auf diesem zarten Pflänzchen ordentlich herumhüpfen sollen und dass wir es mit dem Absatz unserer Schuhe so richtig in den Boden rammen sollen. Und das ist ja neben allen anderen Blödsinn, der damit verbunden ist, auch ein Signal an die Finanzmärkte. Und dieses Signal lautet, wenn ein Euroland vor Zahlungsschwierigkeiten steht, wird die EZB nicht entschlossen eingreifen. Dagegen werden wir dafür sorgen, so geht das Signal weiter, dass die Eurozonenländer in den nächsten Jahren weniger produzieren und dass die Eurozonenregierungen deswegen weniger Steuereinnahmen haben und damit auch weniger Geld ihre Schulden bezahlen zu können. Und diese Spinner, die ganz offensichtlich weder was von Wirtschaft noch vom Funktionieren von Finanzmärkten verstehen, glauben, dass das die Märkte beruhigen wird. Oh nein, gar nicht beruhigen wird die das. Also mich wird überhaupt nicht wundern, wenn am Montag schon die Zinsen für Staatsanleihen angeschlagener Eurozonenländer wieder nach oben schießen. Und es ist, man muss es so offen sagen, die deutsche politische Elite, also die gegenwärtige Regierung, und es ist aber auch der deutsche Mainstream der öffentlichen Meinung, in Zeitungen, der Kommentatoren, die uns auf diesen gefährlichen Irrweg geführt haben. Weil es ist ja in Deutschland bis weit in die politische Mitte hinein im Grunde ausgemacht. Wir Deutschen sind die Lösung und alle anderen sind das Problem. Aber das eigentliche Problem, das Europa gerade hat, ist diese deutsche Ideologie, die natürlich nicht von allen Deutschen vertreten wird. Das hat man vergangene Woche sehr schön sehen können bei der großen Rede, dieser großartigen Rede, die Helmut Schmidt, der Altkanzler, vor dem Parteitag der SPD gehalten hat. Aber für viel zu viele in Deutschland, in Politik, in Wirtschaft und am Stammtisch ist das so, dass man glaubt, wir Deutschen, wir haben gut gewirtschaftet und alle Probleme kommen von der Verschwendungssucht der anderen. Also, dass man die Probleme deswegen lösen kann, wenn man die auf Wasser und Brot setzt. Aber Wirtschaft funktioniert halt nicht so simpel, wie sich das der Bildleser oder der Herr Rösler von der FDP vorstellt. Und da ist es kein Wunder, dass sich jetzt überall in Europa Zorn darüber äußert, über die fatale Rolle, die Deutschland und die Angela Merkel in dieser Eurokrise spielen. Und da sind jetzt prompt wieder viele Deutsche beleidigt und glauben, das ist jetzt wieder diese alte Germanophobie. Man mag uns nicht. Man mag uns nicht, wenn wir führen, wegen dem Hitler und all dieser Bilder, die man aus der Geschichte noch im Kopf hat. Aber das ist natürlich ausgemachter Unsinn. Niemand hat etwas gegen Deutschland, das in Europa eine Führungsrolle spielt, das wegen seiner Größe und seiner wirtschaftlichen Potenz den Ton angibt in einer gefährlichen Zeit, wenn Deutschland auf eine produktive Weise führt. Da hat niemand was dagegen. Man hat halt etwas gegen ein Deutschland, das dauernd falsche Lösungen diktiert, das Europa in den Untergang führt und das auch noch mit Zuchtmeisterei, Herrenreiterei und kraftmeierischen Zungenschlägen garniert und mit nationalistischer Herablassung gegenüber angeblichen, faulen Dolce-Vita-Nationen. Nicht das kleine Griechenland ist das größte Problem Europas. Frau Merkel ist das größte Problem in Europa. Und nicht, noch einmal, weil sie so mächtig ist oder weil sie die unbestrittene Führungsfigur in Europa ist, sondern weil sie die unbestrittene Führungsfigur ist in Europa und im gefährlichsten Augenblick der letzten Jahrzehnte alles falsch macht. Viele haben Sorge, ob man sich auf uns verlassen kann.